Guten Abend und herzlich willkommen zu «Kredit direkt», der Talkshow am Donnerstagabend. Mein Gast heute ist Beatrice Egli, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Sängerin. Guten Abend. Schön. Sie haben mit sich im Gepäck eine neue CD. Und dort ist etwas außergewöhnlich, dass es zum ersten Mal Lieder auf Schweizerdeutsch gibt, übrigens auch auf Französisch und auf Italienisch. Und auf dieser CD ist ganz viel von der Schweiz gedreht, von der Heimat. Also «Meine Schweiz», «Meine Heimat» heisst das Lied, «Daheim» heisst es anders. Jetzt definiert ja jeder für sich Heimat ein bisschen anders, gerade wenn man im Ausland lebt, wie Sie zum Teil. Was ist Heimat und wo ist Heimat für Beatrice Egli? Ja, die Heimat ist schon die Schweiz und da bin ich daheim und sicher die Vertrautheit, die ich da spüre. Also die Schweiz gibt mir eine wunderschöne Vertrautheit und daheim bin ich dort, wo ich geborgen bin und geborgen bin ich in meiner Familie und bei den Menschen, die ich auch schon sehr lange kenne und darf sein, wie ich bin und halt auch wirklich wo mir einfach leicht machen, anzukommen. Also ich bin sehr viel unterwegs und ich glaube, die Sehnsucht unterwegs ist das einfach mal ankommen und daheim gibt es gar keine Phase vom Ankommen. Man ist einfach gerade daheim. Und das habe ich da. Um ankommen und daheim zu sein? Also gibt es so wie gewisse Sachen, wo Sie wissen, jetzt ist wieder gut, jetzt bin ich daheim? Ja sicher, die Schweizerdeutsch reden hilft schon mal. Und dann aber auch, wenn ich in die Tür hineingehe und der Geruch und ich finde Menschen, die ich ewig kenne, die mir das Gefühl geben, jetzt bin ich da. Und die Ruhe. Also ich habe einfach eine gewisse Ruhe, wenn ich heimkomme, wo ich sonst unterwegs nicht so habe. Da reden wir sicher noch drüber, auch über das hektische Leben. Jetzt sagen viele, ist fast ein Klischee, aber viele, die viel weg sind und nicht in der Schweiz sind, sagen, ich lerne mein Land ganz neu schätzen, weil ich eben nicht immer da bin. Ist das bei Ihnen gleich? Ja, also der Song «Meine Schweiz, meine Heimat» hätte ich glaube nie können schreiben vor 7 Jahren. Erst jetzt, als ich so viel unterwegs bin, sehe ich, was für ein Paradies wir haben und wir leben. Und dessen bin ich mir jetzt nicht immer so bewusst gewesen. Und durch viele Reisen, durch viele Wegziehen, merkt man beim Heimkommen so, wow, da bin ich geboren, da bin ich daheim, ist auch schön. Jetzt haben Sie Zeit hinter sich, wo Sie eben viel daheim waren. Wegen Corona ist das Reisen eben ein bisschen limitiert gewesen in letzter Zeit. Und Sie haben Ihr Lachen zurück, sieht man jetzt heute. Wenn man zum Teil so ein bisschen Interviews gelesen hat oder auch so ein bisschen Posts auf Social Media, ist Ihnen nicht immer zum Lachen zumute? Sie haben mal gesagt, die Corona-Zeit hat man ein bisschen den Boden unter den Füßen weggenommen. Was war das Schlimmste gewesen? Ja, das Schlimmste war einfach am Anfang, dass wirklich von heute auf morgen einfach alles abgesagt worden ist und jeden Tag aufs Neue nur Absagen. Und auch kein Horizont in Sicht ist. Bis jetzt ist kein Horizont in Sicht, dass sich irgendetwas ändern würde. Also das ist weiterhin, jetzt auch mit den neuen Massnahmen vom Bundesrat, die tausenden Regeln. Also Sie haben nicht das Gefühl, man ist da wahnsinnig weiter jetzt als Künstlerin, als Sängerin? Es ist immer noch. Also ich mache Konzerte, man kann sie einer Hand abzählen. Und auch da kommt man trotzdem, auch wenn man Sicherheitskontrollen und Massnahmen alle einhalten, gibt es immer noch viele Leute, die auch dagegen sind, dass man Konzerte macht. Mhm. Ich bin aber ganz klar dafür, weil es ist eine riesige Branche, die da dran hängt. Es sind viele Leute, da glaube ich schon, in schweren Zeiten ist immer schon wichtig, dass die Leute unterhalten werden und eben auch mal können entfliehen von dem Alltag. Und darum glaube ich fest daran, dass es muss möglich sein und Weg finden werden müssen. Und es werden ja gefunden, aber trotzdem wird man für das gerne mal auch nicht nur als gut befunden, wenn man das macht. Jetzt gibt es ja spezielle Wege. Wir haben vorher ein Bild gesehen von Ihrem ersten Konzert seit der Corona-Pause. Mhm. Das ist etwas sehr Spezielles. Das ist in einem Stadion mit wenig Leuten, weniger als sonst. In einer Branche, wo man gerne so ein bisschen zusammensteht. Schlager ist auch bekannt dafür, dass man vielleicht auch mal mitschunkelt oder so. Jetzt ist es so. Sieht es so aus. Und ich habe mich dann gefragt, macht das überhaupt Spass? Es macht also auf jeden Fall Spass, weil es gibt nur eins, entweder gar nichts oder das. Ja. Und durch das ist der Moment auf der Bühne, der bleibt der gleiche. Klar, es ist Sicherheitsabstand jederzeit gewährt und die Leute sind wahnsinnig diszipliniert. Sie haben ihre Felder und dort sind sie und dort bleiben sie. Aber es ist natürlich schon das gleiche Feeling wie früher. Aber der Vergleich zum Nichthaben ist es immer noch grandios. Mhm. Und ich hatte einen sehr schönen Abend, ich konnte es geniessen. Und klar, im Stadion, wenn die Leute mitgesungen haben, das ist normalerweise viel, viel lauter. Aber ich habe gefunden, auch die 500 haben wahnsinnig schön mitgesungen. Und das ist das, was ich vermisse. Das ist ja speziell. So ein bisschen die Beziehung zu den Fans, das fällt auch auf. Ist auch während der Corona-Zeit aufgefallen. Sie sind wahnsinnig aktiv dort. Auch wahnsinnig im Gespräch immer mit den Fans. Und das geht so weit, dass sie sogar Fans
angerufen haben. Also Leute, die ein Konzertticket hatten, konnten Telefonnummern hinterlassen und sie haben dann tatsächlich dann angerufen und das hat dann zum Beispiel so ausgesehen. Hi, grüß dich. Na, wie geht's dir? Ich glaube, ein bisschen geschafft. Ich habe gerade noch so Freude geweint, dafür jetzt wieder. Oh, schön. Also das ist für mich jetzt fast unvorstellbar, dass das andere Sängerinnen, Sänger auch so würden machen. Und haben wir dann überlegt, ist das so ein bisschen etwas, was fast typisch ist für die Schlagerszene. Also es ist ja bekannt, das ist sehr eine enge Szene und die Fans, die verlangen zwar viel von einem, aber sie sind auch unglaublich dankbar, wenn man dann etwas gibt. Warum haben sie es gemacht? Ja, es war ja gerade die Phase, in der der Lockdown kam. Und selber bin ich, wie gesagt, auch selber überfordert gewesen. Und mir hat es auch wahnsinnig viel gebracht, mir selber. Also aus dem Interesse, dass es eigentlich sicher vielen Leuten gerade so geht wie mir, das zu teilen. Und ich habe einfach gemerkt, egal, ob es Glück ist oder eben auch mal Sachen, die schwieriger fallen, wenn du es teilen kannst, ist es meistens einfacher. Und es hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, mit den Leuten auch zu reden und ihren Alltag gerade zu hören in dieser Zeit. Und die bei mir zu Haustour war halt so eine intime Tourplan, dass wir eben ganz wenige Leute eigentlich das Konzert geniessen können. Und das hat nicht stattfinden. Und die Nähe, die ich ja mir so gewünscht habe und auch gesucht habe, habe ich mir dann eigentlich über das Telefon geholt und versucht, die Nähe aufzubauen. Jetzt kann Nähe auch etwas sein, wo dann plötzlich zu nahe ist. Also gerade mit Fans, da muss man da nicht ein bisschen aufpassen. Weil wenn man wirklich am Fan suggeriert, du, ich bin immer für dich da, ich rufe dir auch an, es kann dann schnell kippen, oder? Das ist sicher eine Balance, wo ich sehr gut aufpassen muss. Aber auch da, wenn es zu weit geht, dann bin ich jemand, der klar signalisiert, jetzt geht es zu weit. Kann man das? Ich kann es. Ich weiss nicht, Mann. Aber ich kann es, ich kann es. Und ich kann es auch sehr deutlich sagen. Ich bin ein sehr ehrlicher und direkter Mensch und vielleicht ist es manchmal für die einen ein bisschen zu direkt, aber man weiß sicher immer, woran man bei mir ist. Und das hat sicher auch schon, haben so Leute Grenzen überschritten, einfach so hinterhergerufen, ja, warum nimmst du jetzt keine Zeit? Und bin jetzt zurückgegangen und gesagt, wenn ich mir Zeit nehme, dann ist es doch etwas Schönes und du musst es doch nicht nachher schmeißen, wenn ich es jetzt mal nicht habe, die Zeit. Und dann sind die Leute meistens ziemlich ruhig, weil sie gar nicht erwartet, dass du auf das reagierst. Ich versuche natürlich auch auf Negatives zu reagieren. Klar bin ich jemand, der Positiven mehr Aufmerksamkeit schenken will. Aber auch da, es gibt so viele Menschen, die mich kennen, so viele Meinungen gibt es über mich. Und das ist schön, es werden immer mehr. Und das ist okay, mit dem lerne ich auch umzugehen. Und auch mal sagen, ich kann jetzt nicht. Also wer mich die letzten 4 Konzerte meiner letzten Tour noch getroffen hat, weiss, ich habe kein Autogramm mehr geben können, ich habe nichts mehr gemacht, weil ich einfach schon körperlich ziemlich am Limit war und nach der Tournee ist ja nie mehr gegangen. Mhm. Und ich glaube, viele, die das damals bemängelt haben, denen tut es wahnsinnig leid, weil sie haben gemerkt, okay, ich bin auch nur ein Mensch und das hat sicher auch geholfen, dass ich offen mit dem umgehe, dass ich auch an Grenzen komme und dass ich alles versuche, aber auch nur ein Mensch bin. Die Zeit war sehr einschneidend. Sie sind auf Australien gegangen letztes Jahr, um wie Abstand von dem gewinnen. Es hat immer geheißen, sind so ein bisschen Krankheiten oder vielleicht etwas Verschlepptes oder so. Es war immer so von einem drohenden Burnout gewesen. Ist es ein Burnout gewesen? Ich würde nicht von einem Burnout reden. Also das würde ich sonst von einem Arzt eher diagnostizieren lassen. Ja. Ich habe eine Grippe verschleppt, was aufs Herz gelagen hat und durch das der Herzmuskel eigentlich nicht mehr so hat wollen, wie er sollte. Und durch das konnte ich eigentlich nur eins können, und das ist Ruhe. Und die Ruhe habe ich mir genommen und es hat Zeit gebraucht, bis ich auch das akzeptieren konnte, die Ruhe mir zu geben. Es ist der grösste Prozess war eigentlich, anzunehmen, dass ich nicht mehr komme. Das war für mich das Schwierigste, weil ich das nicht kenne von mir. Haben Sie auch Hilfe gebraucht? Also jemand, der Ihnen gesagt hat, jetzt musst du aufpassen? Ich bin zum Glück mit Kollegen die ersten 3 Wochen unterwegs gewesen, und die haben mir sehr geholfen, das anzunehmen und mich auch ein bisschen auszubremsen. Und ich war froh, dass ich nicht allein war und darüber reden konnte. Und danach, als ich nachher allein war, ist der Prozess halt losgegangen. Dann bist du allein und das hat auch sein. Weil gewisse Sachen muss man einfach mit sich selber ausmachen. Oder ich glaube, immer mehr, finde ich so, umso mehr, dass man Lebenserfahrung hat, merkt man, eigentlich muss man alles zuerst mal mit sich selber ausmachen. Und nachher kann man darüber reden, nachher kann man auch Feedback nehmen. Aber zuerst muss man mal den Punkt finden, wo man sagt, okay, ich gehe mit mir selber ins Gericht, ich gehe mit mir selber in die Ruhe, ich gehe mit mir selber in die Balance. Und das war ein recht intensiver Prozess für mich, nach 7 Jahren, als ich mich
nicht von heute auf morgen verloren habe, aber halt auf einer langen, langen Strecke. Mhm. Und dann habe ich auch alles hinterfragt. Wie wenn man körperlich mal so am Ende ist, wo man nicht mehr kann, sagt man, hey, das mache ich, nie mehr. Und das nie mehr ist, aber dann irgendwann merkst du, okay, ich mache es nie mehr auf die Art und Weise. Es gibt aber sind sich eine Zeit lang überlegt, vielleicht nie mehr heisst vielleicht auch Endkarriere, aufhören. Ja, also ich habe alles hinterfragt und das war mir auch wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, um alles hinterfragen. Zum Glück habe ich schnell gemerkt, dass Musik weg will ich nicht, aber ich muss einen Weg finden, die Leidenschaft, was das Wort Leiden beinhaltet, eben in einer Balance zu haben, aus Leidenschaft nicht komplett mich zu verlieren und dem hinzugeben. Es ist halt auch eine Hingabe, der Beruf. Und trotzdem, der Hingabe, sich nicht zu verlieren, ist auch eine Kunst, die ich auch lernen musste. Jetzt hat die Leidenschaft ja schon früh angefangen. Und zwar nicht mit dem Gewinn von Deutschland sucht den Superstar 2013, sondern schon viel, viel früher. Und zwar hat es mit einem Mann angefangen, wo wir Ihnen gerne ein Foto würden zeigen von dem Mann. Ah! Natürlich kennt man Anita! Anita, haben Sie damals als 12-jähriges Mädchen, ich glaube, bei der Dorfkilbe zum ersten Mal auf der Bühne, beim ersten Auftritt gesungen. Yeah. Schlager ist seitdem eine Passion, eine Leidenschaft, wie Sie sagen. Woher kommt das? Was macht die Faszination, die Passion Schlager aus? Das verstehen ja viele Leute nicht. Ja, das ist wie wenn man seinen Partner muss beschreiben, glaube ich. Was macht denn aus, dass es so einmalig ist? Zuerst ist einfach, dass das Herz klopft auf eine wunderschöne Art und Weise, wenn ich Schlager singe. Ich bin glücklich, ich fühle mich gut. Und das hat der Schlager von Anfang an mit mir gemacht. Dann könnte es sein, dass durch die Teenie-Phase, wo man auch geht, die Liebe verloren geht. Hätte man nicht mehr dazu stehen dürfen? Ja. Sind Sie ja gecancelt worden? Vielleicht nein, gar nicht. Zum Glück habe ich zwei ältere Brüder, die hätten die Schwester schon gezeigt, dass sie mich nicht canceln dürfen. Das war ein Positives. Nein, aber ich bin so selbstverständlich mit dem umgegangen, dass ich Schlager liebe, dass ich Schlager singe. Ich habe einfach immer die CD mitgenommen von Schlager, die andere CDs gebracht haben in der Schule. Der Discman, mir war Schlager drin, die anderen haben Backstreet Boys gekommen. Wir haben einfach ein bisschen Discman umgeschoben. Für die Leute war es einfach so selbstverständlich, wie es für mich sehr selbstverständlich war. Etwas, wo ich erst jetzt im Nachhinein Mama mich selber frage, warum ist eigentlich das nicht, also hat sich das nicht extremer angefühlt, weil ich eigentlich komplett anders war als die anderen. Eine Selbstverständlichkeit hat etwas sehr Schönes. Dadurch ist es, glaub, für die Menschen, die das jetzt nicht so verstehen, einfach dann auch einfacher anzunehmen. Und bei mir ist es einfach wirklich Liebe auf den ersten Blick und auch geblieben. Und es war meine erste Liebe. Also Schlager und Musik war meine erste Liebe. Und bis heute die bewährteste und die bodenständigste und die klarste Liebe, auch wenn es natürlich auf und ab gegeben hat. Also man merkt wirklich, da ist viel Passion dahinter und auch jemand, der sich sehr mit dieser Musik auch auseinandersetzt. Andere, die das machen, reden zum Teil von den Texten. Und sagen, Schlager, es könnte ein bisschen tiefer gehen, es könnte ein bisschen weniger seicht sein. Und es gibt ja durchaus auch Beispiele, ein anderes Bild, das wir Ihnen gerne würden zeigen, von einer anderen Sängerin, wo sie auch ganz persönlich begleitet hat. Wir sehen wirklich Leandros. Ja. Und das Lied von ihr haben sie auch im Finale gesungen von «Deutschland sucht den Supersong». Und das ist ja gerade ein Lied, wo eine andere Geschichte erzählt, nämlich von einer Liebe, die ein bisschen tragisch endet, wo die Frau den Mann eben nicht überkommt. Es gibt noch mal ein Beispiel, natürlich Udo Jürgens wird auch immer gerne zitiert, wenn es um tiefsinnigere Texte geht, auch sozialkritische Texte. Ja, Udo finde ich sogar schon fast begeisternd, sogar politisch. Ja, also ich kenne viele, die politisch so korrekt, so explizit auf die Politik gegangen sind und trotzdem die Leute noch geschunkelt haben dazu, obwohl es eigentlich um Geschichte geht und politische schwere Probleme eigentlich auch. Also das ehrenwerte Haus, also finde ich jetzt einen Text, wo alle so voll lustig mitsingen. Ja. Das ist ich eigentlich zum tragisch. Bürgertum und, er hat auch eben politische Texte gemacht, er hat auch gegen Fremdenfeindlichkeit, für Flüchtlinge gesungen. Wäre das etwas Denkbares für Sie? Könnte man so eventuell Beatrice Egli auch mal hören? Ich weiss es gerade jetzt würde ich sagen, jetzt wäre ich noch nicht bereit für das. Also jetzt schon nur schon der Song «Bunt», wo alle grimmig, fad und stumpf sind, sind alle schon so, wow, jetzt singt sie aber gerade ein bisschen heftige Texte. Und ich sind Fans noch nicht bereit für? Ich glaube, ich brauche einfach so Schritt für Schritt. Ich rede viel mit dem Roland Kaiser über das Thema, weil der Roland ja auch jetzt nicht nur gesanglich, sondern auch sonst sich stark politisch äußert und auch aufstellt.
Und ich merke einfach, ich wäre dazu noch nicht bereit. Mein Wissen gegenüber der Politik wäre jetzt noch nicht so, dass ich könnte sagen, oh, ich möchte mal so ganz kritisch da dran gehen, weil ich mich voll im Thema fühle. Und gleichzeitig, ich bin jemand, der gerne über das singt, was schön ist. Und dem will ich ein bisschen mehr Kraft geben. Aber das heisst nicht, dass ich nicht irgendwann mal auch eher so ein bisschen kritische Texte machen könnte. Also könnte ich mir gut vorstellen. Aber für das braucht es auch eine gewisse Reife, dass man glaubwürdig ist. Also Udo Jürgens hat auch nicht von Anfang an, glaube ich, so extrem auf das gegangen. Und ich finde es wirklich für mich ein grosses Vorbild in dieser Hinsicht, wie er das gemacht hat. Auf eine sehr charmante Art und eine lockere Art. Was man auch könnte, ist, so wenn Sie sagen, etwas, was mit mir zu tun hat, vielleicht das Biografische mehr einbauen. Das fällt ja auch auf. Eben, Sie sind ganz früh schon auf der Bühne gestanden, sind nie irgendwie verhätschelt worden, haben früher schon müssen in der Metzgerei von den Eltern mitarbeiten. Also wenn man so will, so ein Büzerkind, das auch viel geschafft hat, viel gemacht hat, dass sich das mehr in den Text eventuell reflektiert, wäre das eine Möglichkeit? Das eben, es muss ja nicht politisch oder sozialkritisch sein. Also sicher jetzt Terra Australia ist sicher ein Lied, wo das ganz klar beschreibt, auch wieder, eben, dass man auf einer Reise geht. Da geht es um Zeit auch in Australien. Ja, und mich, ich habe den Song «Sie», der eigentlich ganz für mich auch ein wichtiger Song ist, der das Unendliche beschreibt. Mhm. Es gibt nur ein Leben und da haben wir die Zeit, es ist deine Zeit, mach das Beste daraus. Und natürlich auch davon singt, dass der Tod kommen wird. Und das sind so Themen, die mich jetzt schon beschäftigen, sodass dass ich natürlich auch mich mit dem auseinandersetze. Oder, also, es gibt immer wieder Themen, die ich auch anreisse, die nicht mit der Liebe zu tun haben. Sei es eben Zeit, sei es auch mal, dass man über einen Menschen redet, der überlegt hat, vom Leben zu gehen. Und ich erlebt habe, dass er gehen wollte. Und ich versuche dann für ihn da zu sein, dass er nicht gehen will. Und das sind schon Geschichten, die mein Leben bisher geschrieben hat. Und die versuche ich fast alle eigentlich auch in den Songs wiederzugeben. Und zum Glück darf ich aber auch sagen, ich habe ein schönes Leben. Ich habe noch nicht müssen, also klar, habe ich müssen viel arbeiten, früher als Kind. Aber es war für mich jetzt nichts Schlimmes gewesen. Weiss, wie anpacken. Aber es ist eine gute Idee, ich könnte mal darüber sagen. Darf ich gar nicht mehr erzählen? Ich erzähle vom nächsten Mal über den Song. Aber was ich dort rausgehören ist eben auch so ein bisschen das Klischee, wahrscheinlich die heile Welt. Und das muss immer alles nur über Himmel und Wolken und Herzen sein. Ist vielleicht nicht unbedingt so die Wahrheit. Und alle, die mit dieser Branche zu tun haben, also Show, Business im Allgemeinen, aber auch mit der Schlagerbranche, die sagen, das ist ein knallhartes Business. Also eben, da schenkt man sich auch nicht wahnsinnig viel. Kann man Freunde haben in diesem Business? Ja, man kann Freunde haben in diesem Business, es geht. Es sind nicht so viele, wie man denkt, aber eigentlich eher aus Zeitgründen. Weil wir sind alle sehr viel unterwegs und die Tage, wo wir zusammen auf der Bühne sind, die sind gar nicht so viel. Und die sind meistens so mit anderen Punkten gefüllt. Mhm. Und ich pflege jetzt mit dem Roland Kaiser so wirklich eine gute Beziehung, wo wir viel über Sachen reden. Weil ich finde seine Jahrzehnte Erfahrung, die ich gerne immer zuhöre, was er denkt. Und jetzt immer mehr, wenn ein bisschen Zeit kommt, es ist schon eine schöne Community, aber gleichzeitig im Privaten triffst du dich nicht untereinander, weil du privat einfach auch das Privatleben leben willst. Das sind Freunde im privaten Bereich. Das sind gute Kollegen, wo man darüber reden kann, Kameraden aus der Branche, aber jetzt nicht, dass man noch Samstag, Sonntag, wenn man frei hätte, noch mit ihnen verbringen. Aber nicht, weil man sich nicht versteht, sondern weil jeder von uns wo in dieser Liga spielt, einfach gerne auch noch etwas anderes hat außer Bühne und auch andere Themen daheim zu bereden hat, zum Glück, als außer Bühne. Gibt es ein Vorbild, ein Idol, eine Frau, die aus dieser Branche genau das gemacht hat oder rausgeholt hat, was sie sich für sich vorstellen? Also ich finde, es gibt in meinem Genre jetzt, also ich finde vor allem Sarah Connor ist für mich eine grosse Frau, vor allem auch, wie sie es geschafft hat, privat. Ich meine, sie hat 4 Kinder. Sie hat eine riesige Familie. Sie ist wahnsinnig erfolgreich. Und das auf eine sehr korrekte Art und Weise. Sie ist eine moderne Frau. Sie hat Meinung und zu dieser steht sie. Und das finde ich, von dem her ist sie für mich eine ganz, ganz grosse Frau in der Branche. Lustige Parallele dort. Sarah Connor hat auch immer so ein bisschen mit den Medien zu kämpfen gehabt und mit den Schlagzeilen. Da hat sie mal ein Kleid gehabt, wo nicht opportun war, wo es gerade wahnsinnig viele Schlagzeilen gegeben hat. Und das hat natürlich Beatrice Egli einmal mal wieder über sich erdulden müssen. Und wenn man so ein bisschen durchschaut, durch die Artikel, dann fällt etwas auf. Ich will sie gar nicht zu fest konfrontieren mit allen Sachen.
Aber da hat es schon Schlagzeilen gegeben. Was wird Dieter Bohlen damals, die SDS, mehr entzücken? Ihre Stimme oder ihre beeindruckende Oberweite? Wow. Denn sind sie als belangloses Glückskügelchen bezeichnet, ein pfundiges Mädel oder eine flotte Metzgertochter? Jetzt ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich finde, das ist an der Grenze oder sogar über Grenzen raus vom Sexistischen, sicher auch so ein bisschen vom Herablassenden. Sehen Sie das also? Also wenn ich das so lese, zum Glück lese ich nicht immer alles. ja, also es gibt sicher Grenzen. Ich finde, das Thema Meinung haben und Pressefreiheit ist ein sehr oft benutztes Wort. Man darf eine eigene Meinung haben. Ich finde, zwischen Meinung haben und Respektlosigkeit ist noch ein grosser Unterschied, der sicher gerne mal über Grenzen hinausgegangen wird. Und, aber ich kann anhand der Ziele genau wissen, dass es Schweizer Presse ist. Das merke ich auch. Das ist in Deutschland anders, nein, zum Beispiel. Ja, wirklich. Ja. So etwas würde die deutsche Presse nie schreiben. Ich weiß auch nicht, warum. Und es sind ältere Artikel, muss man auch sagen. Hat sich da in Ihrer Wahrnehmung etwas geändert? Also kann man sich so etwas, solche Schlagzeilen heute, vielleicht auch in der ganzen Diskussion von MeToo oder von Gleichberechtigung, vielleicht nicht mehr so leisten? Ich hat sie das Gefühl, also, hat sich verbessert? Ich finde, durch die digitale Welt, durch Kommentare, ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Noch schlimmer. Also ich finde vor allem Kommentare, das ist ja dann, hat ja nicht mit Journalismus zu tun. Aber auch lesen Sie Kommentare? Ja, ich lese Kommentare. Und vor allem gerade in der jetzigen Zeit, wie wir sind. Ich habe nicht viel Feedback, ich habe nicht viel Auftritt. Und Kommentare über meine neuen Songs, über mein Album, die finden in der Social-Media-Welt statt. Und natürlich lese ich die. Und auch dort gibt es Sachen, die man wirklich muss einfach löschen muss. Also ich meine, wenn sich jemand über mein Album äußert, ob es gut finde oder nicht, finde ich es eine. Aber ob ich jetzt 10 Kilo zu viel habe oder zu wenig oder auch jetzt fett für die Branche bin, und ich finde, was hat das mit dem zu tun, bitte schön? Also, abgesehen davon, dass man, finde ich, niemand so beleidigen sollte, ob in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, für die bin ich ein Vorbild. Das finde ich auch schön. Und wenn die das Gefühl haben, dass andere mich mobben, dann passiert ja in denen ihnen auch etwas. Und das tut mir weh, weil junge Menschen lesen das und denken, ich bin ja noch viel mehr, dann finden mich ja alle noch schlimmer. Und das kann nicht sein. Also Bodyshaming ist das Thema gerade sehr aktuell und ich finde, das sollte wirklich, also da sollte man stark daran arbeiten, dass jeder so innerlich gut ist. Das ist ein Thema, das Ihnen sehr, sehr nach ist. Also Sie haben von Anfang an eigentlich, haben Sie immer auch sehr, sind offen mit dem Umgang und haben gesagt, ihr könnt auch über meinen Körper sagen, was ihr wollt. Eben mich selber betrifft es nicht. Ja. Ich bin, wie ich bin. Ich lebe, wie ich bin. Ja. Heutzutage ist das Body Positivity so ein, so ein Modewort. Aber wenn man zurückschaut, Sie haben das eigentlich von Anfang an fast ein bisschen mitgeprägt, oder? Ja, es ist also für mich, wenn ich zurückschaue, ist noch vieles, also in diesen 7 Jahren ist viel passiert, was vor allem Körperliebe und eben auch das Wohlfühl, das Fühlen in sich hinein und so zu sich stehen, das ist etwas, wo damals gar nicht so viel diskutiert worden ist und zu allem stehen. Und es ist schön, dass eine Entwicklung passiert. Ich finde es auch wirklich lässig, wie die jungen Mädels alle ihre Figuren zeigen. Und es ist schön, die Vielfalt von diesen Figuren, dass sie zu denen stehen. Und es geht ja nicht nur um Mädels, ich meine, es auch Jungs betrifft. Also mein Gott, hey, wenn jemand jetzt einfach lieber nicht jeden Tag ins Training geht, ist es doch genauso schön. Also ich finde, die Schönheit, dass es jeder sich selber lieben kann, die wünsche ich mir für jeden Einzelnen. Dass er das spüren kann, dass die schönste Schönheit von dort kommt, wenn du sagst, ich fühle mich einfach wohl und glücklich. Jetzt werden natürlich viele Teenager, die sagen, ja, die kann gut reden. Und, aber es hat, also haben sie nie gehadert mit sich? Also ist das wirklich, sind sie von Anfang an wirklich immer so positiv eingestellt gewesen, oder wirklich für sich gewusst, ich bin genau so richtig, wie ich bin? Nein, also auch ich hatte Phasen in meinem Leben mit 14 bis 16, wo ich gehadert habe. Und es ist alles andere passiert, als ich abgenommen habe. Und ich bin immer breiter geworden und immer mehr. Und ich habe das Gefühl, wohin wachsen sie alle Richtigen. Ich finde, auch dieser Prozess gehört ganz klar zum Frauwerden, zum Mannwerden zu. Man verändert sich, der Körper verändert sich. Und dann ist es natürlich auch damals beim Grand Prix von der Volksmusik, bin ich für das, dass ich anscheinend dick war, deswegen haben wir verloren. Ich meine, hey, mit 18 ist erklärt, dort haben sie mit Liz Assia damals zusammen gesungen und sie hat nicht sehr fair nachher gesagt, ja, es ist, weil Beatrice Egli zu dick ist oder nicht wirklich wie eine Sängerin aussieht. Das hat schon weh. Ja, mit 18, das ist extrem schlimm. Das nimmt man nicht einfach so her. Und im Nachhinein kann ich sagen, genau der Moment, dass mir das passiert ist, und es hat wirklich wehgetan, und die Medien sind da auch nicht zimperlich mit dem umgegangen. Man ist gerade mal 18. Jeder weiß eigentlich, dass man da eigentlich noch wirklich ein Teenie ist. Es ist ja noch 18. Und
Ich musste das Herz lernen, aber das Gute ist, in diesem Punkt habe ich mich entschieden, ich gehe meinen Weg. Und ich glaube, ich wäre heute nicht dort, wenn ich das nicht hätte so krass durchmachen müssen. Weil ich habe gesagt, dort gehe ich nie mehr und ich lasse mich auch nicht mehr verletzen. Weil dafür ist das Leben einfach zu kurz, um wegen so einem Seich sich nur schon eine Stunde lang verletzen zu lassen oder eben auch traurig zu sein wegen dem. Und das hat mich sicher auch zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo und wie kann man sich so einen Panzer anlegen? Es sind ja immer ein die gleichen Fragen. Sie werden immer wieder auf das Privatleben angesprochen, immer wieder auf haben Sie einen Freund, haben Sie keinen Freund? wie kann man gleichzeitig respektvoll Auskunft geben und gleichzeitig sich selber bleiben? Muss man da wirklich einen Panzer haben? Nein, ich glaube, umso wichtiger, keinen Panzer zu haben, sondern offen zu sein und ganz klar signalisieren, wenn es zu weit geht. Und mit sich selber im Reinen sein. Also wenn ich mit mir im Reinen bin und weiss, ich habe alles so gemacht, wie ich es für richtig empfinde. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch in dem Moment, wenn er eine Entscheidung trifft, wenn er ist, wie er ist, das im besten Sinn für sich macht. Dass auch mal falsche Sachen passieren, das gehört zum Leben dazu. Aber dann auch mit sich im Reinen sein und sagen, und das bin ich, mit all meinen Entscheidungen, mit all meinem Aussehen. Das ist ein langer Prozess. Es bleibt ein Prozess. Ich finde, das Leben verändert einen wieder und bringt einen wieder an neue Herausforderungen, was man bei sich annehmen muss. Und das ist etwas, was ich zum Glück durch die Schauspielschule viel gelernt habe. Das ist, Schauspielschule bedeutet nicht, dass du eine Rolle nur spielst. Die ersten anderthalb Jahre gehen nur darum, wer bist du, wo bist du. Und das hat sicher viel geholfen. Und dann auch gewissen, ich will das machen, ich will das sein. Und dann seinen Weg gehen und sagen, und was die anderen dabei denken, das lasse ich auf der Seite, weil das bringt mich nicht weiter. Außer du hast, und das ist auch wichtig, Leute, die ehrlich mit dir sind. Und das braucht es auch, die dich kritisieren. Also ich gehe nicht, in meinem Team werde ich gefühlt jeden Tag kritisiert, aber ich will die Kritik. Das ist fördernde Kritik, das ist Sachen, die mich weiterbringt und das ist enorm wichtig. Und alles, was mich nicht weiterbringt, das habe ich wirklich gelernt über Fokus, über Mentaltraining, auszublenden. Also das ist wie ein Hochleistungssportler. Er weiß, welche Strecke dass er fährt. Und ab dem Moment, wenn er sie fährt, dann kann er sie in- und auswendig und weiß, er geht seinen Weg. Und so sehe ich auch das ganze Leben. Also wenn du Fokus hast, dann geh den Weg. Und egal, was die Leute sagen oder dich steuern wollen, nur du weißt, wo du her willst und was in dir brennt. Und das habe ich gelernt, zum Glück. Jetzt merkt man, Beatrice Egli ist eine Frau mit sehr vielen Facetten, auch mit sehr vielen Ebenen, die auch in die Tiefe geht. Ja. Fühlt sich manchmal fast ein bisschen missverstanden oder falsch verstanden als ja, die einfach Schlager singt. Sicher, für die Leute gibt es die Schlagersängerin Beatrice. Das ist ein Kasten, Schublade rein, fertig. Und das Schöne ist aber, genau wenn mal Gespräche entstehen, und solche Gespräche entstehen meistens eher neben der Bühne mit den Leuten, ist es meistens ein grosser Aha-Effekt. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so bist. Oder mit dir kann man ja auch über andere Themen reden. So, ja, klar kann man mit mir über andere Themen reden. Und klar gibt es mehrere Facetten. Wenn das Interesse da ist, dann offenbart man sich auch gerne, dann ist man offen. Aber meistens gehen die Fragen eben, wie ist der Beziehungsstatus, warum singen sie über Liebe und weiter gehen die Fragen auch nicht. Sind sie ein bisschen unterfordert? Hey, ja, manchmal schon ein bisschen. Aber es ist wirklich, dieses Jahr passiert ganz viel. Ich hatte wunderschöne Interviews mittlerweile. Und ich sage nicht mehr Interviews, sondern eben Gespräche. Und in den Gesprächen entstehen die schönen Sachen. Und das schätze ich, weil ich bin wahrscheinlich auch erst jetzt bereit. Alles braucht seine Zeit. Also vor 5 Jahren hätte ich noch nicht so reden oder hätte die Gefühle noch nicht gehabt. Ich habe noch nicht die Facetten gekannt von mir, dass ich auf und ab und zu sich selber finde. Ich habe viel auch im Aussen gesucht. Ich habe viel das Glück im Aussen gesucht. Mittlerweile weiss ich, das Glück im Aussen ist im Moment ganz toll, aber wenn sie mir innen nicht aufgeräumt ist, dann bringt das alles nichts. Und das habe ich sicher stark gelernt. Und es bleibt eine Reise. Also es bleibt eine ewige Reise. Es gibt auch eine Reise mit unklarem Ausgang. Also gerade wenn wir wieder an den Anfang des Gesprächs kommen, wie es weitergeht. Ja. Sie haben letztens gesagt, ich könnte mir vorstellen, im Sommer 2021 wird es nicht viel anders aussehen. Mhm. Und wir müssen uns vielleicht völlig neu aufstellen oder umdenken. Macht Ihnen das ein bisschen Angst, dass Sie als Sängerin nicht genau wissen, wo die Corona-Reise hingeht, sozusagen? Am meisten Angst macht mir die ganze Branche. Das ist etwas, wo viele, viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, werden ja nicht gehört. Ich habe zum Glück eine Öffentlichkeit, wo man darüber reden kann. Ich weiss, dass ich
zwei gesunde Hände habe, ich bin gesund, ich werde immer Arbeit finden und ich weiß, ich werde auch immer neue Wege finden. Darum habe ich von dem nie Angst gehabt, weil der Moment, als ich mich entschieden habe, Sängerin zu werden, habe ich jeden Tag daheim gehört, von dem kannst du nicht leben. Und darum kenne ich das Gefühl und es ist gut. Ich finde es auch gesund von meinen Eltern, haben sie mir das mitgegeben. Und auch trotzdem die Gewissheit, ich kann immer arbeiten, solange ich gesund bin und suche dann meine Wege. Aber für die Branche, für die ganze Unterhaltung, ich glaube, es ist enorm wichtig, ob jetzt, also ich will jetzt da nicht den Schlager, sondern die ganze Unterhaltungsbranche. Also das trifft ja dann wirklich alle, von der Klassisch bis Hip-Hop bis zum Theater, zu der Oper, dass es enorm wichtig ist für die Gesellschaft. Denn Unterhaltung ist auch in Kriegssituationen immer das gewesen, wo immer gelaufen ist, weil die Leute das brauchen. Und das macht mir schon Sorgen, wenn das nicht stattfindet, dass auch eine gewisse Balance und eine gewisse Wut im Volk kommt, wo sicher Unterhaltung hilft, dass sich das ein bisschen ja, balanciert und die Leute ihnen wieder Energie zu geben, um wieder ein bisschen Balance zu finden. Das macht mir mehr Angst, als jetzt denken, oh, habe ich irgendwann keinen Job mehr, weil ich glaube, ich finde immer Arbeit, wenn ich will. Lassen Sie uns nicht mit Angst aufhören, sondern mit Hoffnung, ja, mit etwas Positives und nicht etwas Negatives. Sie schreiben jeden Tag etwas in ein Buch. Und zwar ist das kein Tagebuch, also nicht etwas, was passiert ist, sondern es ist so etwas wie ein Traumbuch, etwas, was Sie sich vorstellen, könnte und sollte noch passieren. Haben Sie heute schon reingeschrieben, oder kommt das noch? Ich mache es meistens am Abend. Was ist in dem Fall das Letzte, was dort reingeschrieben worden ist? Kann man darüber reden? Oder ist ja, also es ist eigentlich ein Dankbarkeitsbuch. Ich schreibe Ihnen, für was dass ich dankbar bin. Und gewisse Sachen sind noch nicht da, wo ich dankbar bin. Ja. Und ich bin... gestern Abend habe ich geschrieben, ich bin dankbar, dass mein neues Album so gut ankommt. Dabei habe ich noch nicht gewusst, wie es ankommt. Hoffe ja, also manchmal auch. Oder es sind auch Kleinigkeiten. Einfach, ich bin dankbar, schöne Gespräche zu führen. Ich bin dankbar, dass ich den Menschen kennenlernen durfte. Und ich bin dankbar, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, die mich inspirieren, die mich weiterbringen und mir eben auch Hoffnung schenken und mir neue Ziele geben und mich fordern. Und das sind dann Sachen, die ja noch nicht stattgefunden haben, aber das Wort «Ich bin dankbar» holt sehr nach und gibt gute Kraft und gute Energie. Und es geht ja auch wieder in das Mentale rein, also das, was Sie sich wünschen oder was Sie sich erhoffen, wird wahr. Ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dem, wo man Fokus gibt, dem, wo man Kraft gibt und das in einer guten Kraft, in guter Energie, dass das wächst. Und darum bin ich jemand, der auch gerne vom Guten singt, weil ich fest daran glaube, dass das dann mehr wird. Das heisst nicht, dass es andere nicht gibt, aber ich hoffe, dass das einfach ein bisschen mehr ist als das Negative. Das hoffen wir mit Ihnen und hoffen, dass alles gut kommt für Beatrice Egli. Danke vielmals für den Besuch im Studio. Danke Ihnen vielmals. Ja, und danke Ihnen. Vielmal haben Sie mitgeschaut. Das war es von «Gredig direkt». Wenn Sie mit diskutieren wollen, können Sie das machen unter Hashtag SRF «Gredig direkt». Einen schönen Abend noch und bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen.